From the toxic ashes of Vietnam War II, a new breed of renegade soldier is born. Part man, part machine. All cyber commando. Nur um das nochmal klarzustellen, unsere Story ist grottenschlecht. Die einzige Emotion, die ihr hier finden werdet, ist wütende Cyborg-Mordlust. Mit diesen Worten beschreibt Creative Director Dean Evans stolz den allein lauffähigen Download-Titel zu Far Cry 3. Dabei kann man Blood Dragon als eine Hommage Ubisofts an die durchgeknallten 80er-Jahre-Action-Science-Fiction-Filme ansehen. Wen interessiert schon die hanebüchene Geschichte, wenn wir in der Rolle des Protagonisten Rex Cold, Nomen est Omen, schlüpfen und mit seinen modifizierbaren Waffen auf einer frei begehbaren Insel Heerscharen von Cyborgs ins Jenseits befördern können. Ein Spiel mit einer gehörigen Portion Selbstironie und Zeichentrick-Zwischensequenzen, die an Saber Rider und Marshall Bravestar erinnern. FES ist bereits letztes Jahr für Xbox Live Arcade erschienen und sorgte dort für Begeisterung. Auf den ersten Blick erwartet uns hier ein 2D-Plattformer, doch tatsächlich bewegen wir unsere Spielfigur durch eine 3D-Welt, deren Perspektive sich immer wieder ändert. In FES geht es vor allem um Rätsel und das Entdecken der Spielwelt. Ab dem 1. Mai ist es über Steam auch für PCs zu haben. Auto Club Revolution wird ein Free-to-Play-Rennspiel-MMO, in dem wir lizenzierte Traumboliden auf berühmten internationalen Strecken fahren können, allein wie auch gegeneinander. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der realistischen Umsetzung von Fahrzeugen und Kurs und nicht in erster Linie auf der Fahrphysik. Neben dem Client sollen per Browser die sozialen Komponenten des Titels geregelt werden, worunter sich Erfolgs- und Bestenlisten, Vernetzung mit Freunden und ein ausführliches Profil mit Leistungen, Fahrzeugen und Tuning-Einstellungen finden. Das Telltale Games Adventure The Walking Dead mag zwar gameplay-technisch eher dünn sein, aber seine Atmosphäre und Erzählung haben schon als Download-Titel Kritiker und Käufer überzeugt. Für alle, die lieber eine richtige Packung im Regal stehen haben wollen, gibt es nun eine Box-Version mit allen 5 Episoden, selbstverständlich auch mit Untertiteln und dem deutschen Interface, die es allerdings für die Originalversion auch schon als Patch gab. Metro Last Light erscheint endlich im Mai. Nachdem der Vorgänger Metro 2033 noch beim Publisher THQ erschien, hat die Marke nach deren Insolvenz bei Deep Silver ein neues Heim gefunden. In Metro Last Light übernehmen wir erneut die Rolle des Artyom, des Romanhelden und Protagonisten des Vorgängers Metro 2033. Anders als im ersten Teil wurde die Handlung des Spiels diesmal vom Entwickler 4A Games unabhängig von der Buchvorlage selbst geschrieben. Das Spiel bleibt aber dennoch seinen Wurzeln treu und bietet uns weiterhin eine düstere, bedrückende Atmosphäre und Action-Survival-Horror, diesmal mit verbesserter Grafik und KI. Spätestens seit Tarantinos Django Unchained sind Western eben wieder angesagt. Exakt zur richtigen Zeit bringt Entwickler Techland also Call of Juarez ganz länger auf den Markt. Genauer gesagt auf der jeweiligen Download-Plattform. Während im Vorgänger Call of Juarez, The Cartel, die Entwickler das Setting in die heutige Zeit inmitten eines Drogenkriegs in Mexiko beförderten und dabei mit ihrem Spielkonzept katastrophal scheiterten, gehen sie nun mit ihrem aktuellen Spiel wieder den alten Weg, zurück zum Western. Das Ergebnis dürfte aber nicht wirklich mit den ursprünglichen Spielen vergleichbar, sondern einfach ein kurzweiliger Arcade-Shooter sein. The Incredible Adventures of Van Helsing erinnert ein wenig an den Film mit Hugh Jackman, nimmt sich aber noch weniger ernst. Allein oder im Koop prügeln wir uns als Monsterjäger Van Helsing in diesem Action-RPG durch ein düsteres, aber humorvolles Setting. Die Monster-Huts wird durch auflevelbare Skills und Tower-Defense-Elemente erweitert. Auf Wargame European Escalation folgt Wargame Airland Battle. Das Strategiespiel ist 1985 angesiedelt und uns stehen alle Einheiten der NATO und des Warschauer Pakts zur Verfügung. Insgesamt 750 verschiedene Einheitentypen, die durch eine dynamische Kampagne auf riesigen Karten geführt werden müssen. Die Story von Resident Evil Revelations spielt zwischen Teil 4 und Teil 5 der Reihe und dreht sich um den auf amphibische Mutation spezialisierten T-Abyss-Virus. Wir übernehmen im Survival-Horror-Spiel die Rollen von Jill Valentine und Chris Redfield sowie ihrer jeweiligen Partner. Auf dem Nintendo 3DS konnte der Titel bereits überzeugen und mit überarbeiteter Grafik darf der Horror nun auch auf den großen Plattformen laufen. Dank seiner Wurzeln darf man keinen Hochglanztitel erwarten, dafür bietet Revelations ein eher oldschooliges Erlebnis, das den Survival-Part mehr betont als andere Resident Evil-Spiele der letzten Jahre.
Von Snowbird Games kommt das Strategiespiel Eador Masters of the Broken World, das mit seinem Fantasy-Setting und rundenbasierter Strategie an Klassiker wie Heroes of Might and Magic oder Master of Magic erinnern will. Dazu werden uns auch umfangreiche Rollenspielelemente und eine non-lineare Geschichte versprochen. Mit Hell and Damnation wird die Painkiller-Reihe fortgesetzt. Dabei bleibt das altbewährte Gameplay gleich. In Serious Sam-Manier werden in düster-höllischen Maps Gegnerhorden zerschossen, Hirn aus und Finger auf der Schusstaste kleben lassen. The Night of the Rabbit, so heißt das neueste Adventure aus der erfolgreichen Spieleschmiede von Daedalic Entertainment. Die Macher von Edna bricht aus, Satinavs Ketten und der Deponia-Trilogie versprechen mit diesem Comic-Adventure ihr bisher größtes Projekt. In The Night of the Rabbit erleben wir die Geschichte des 12-jährigen Jerry, der davon träumt, ein echter Magier zu sein. Dieser Wunsch geht eines Tages in Erfüllung, als er mit dem mysteriösen Marquis de Hoto, einem Hasen, in die magische Welt von Mauswald reist und dabei knifflige Rätsel lösen muss, um auf diese Weise die Traumwelt vor einer dunklen Bedrohung zu bewahren. Mit Rising Storm erscheint Ende des Monats eine neue Erweiterung für den Zweiten Weltkriegs-Shooter Red Orchestra 2, die auch ohne das Grundspiel spielbar ist. Im Gegensatz zum Original ist Rising Storm nicht auf europäischen Schlachtfeldern angesiedelt, sondern spielt im Pazifik und konzentriert sich auf Gefechte zwischen den Amerikanern und japanischen Soldaten. Der Nachfolger zum beliebten Rennspiel Grid verspricht die Höhepunkte aus 40 Jahren Automobilindustrie als Boliden bereitzustellen. Dazu gibt's teils extrem gefährliche Kurse auf drei Kontinenten. Was wir bereits jetzt sagen können, ist, dass Grid 2 umwerfend aussieht. Ob es wirklich die neue Rennspielreferenz wird, wie die Entwickler versprechen, werden wir am 31. Mai erfahren.